Ohne frische Kräuter und Meeresfrüchte in allen Variationen ist die vietnamesische Küche undenkbar. Die Meeresküste von Vietnam ist fast 3300 Kilometer lang. Entsprechend reichhaltig ist das Angebot an Meeresgetier aller Art auf dem großen Benton-Markt im Zentrum Saigons. Bei den Früchten treffen wir auf Bobby Chin, den Sohn eines US-Chinesen und einer Araberin. Seit 1996 lebt er als Koch und Restaurantbetreiber in Vietnam. 60. Die Franzosen und auch die Chinesen haben die vietnamesische Küche beeinflusst. Aber sie ist keineswegs französisch oder chinesisch. Und es gibt auch einen Einfluss der Khmer. Vieles wird roh gegessen und es gibt eine Unzahl von Salaten. Die Vietnamesen sind ungeheuer stolz auf ihr Essen. Es ist auch eine gesunde Küche, die während der letzten 1000 Jahre perfektioniert wurde. Der Rest der Welt wurde aber erst in den letzten 30 Jahren überhaupt auf sie aufmerksam. Also ist sie noch sehr neu. Das Einzige, was man verändern kann, ist, sie pompöser zu machen. Und das ist es, was man im Westen will. Dort muss es auch immer hübsch aussehen. Aber vietnamesisches Essen ist schon schön. Es ist wie Musik aus den 60er Jahren. Sie hat etwas Rohes an sich, etwas, das nicht perfekt ist. Michael Caine hat gesagt, wenn Sie in ein Restaurant kommen, dann sind Sie der Star. Ein Star möchte auch Bobby Chin gerne sein. Und in seiner neuen Fernsehsendung berichtet er über seine Schwierigkeiten dabei, in Saigon ein neues Gourmet-Restaurant zu eröffnen. Ich habe euch heute hier versammelt, damit ihr seht, wo ihr arbeiten werdet. Es ist offensichtlich noch nicht fertig. Unser Erfolg hängt von euch allen ab. Früher haben sie in einem vietnamesischen Restaurant eine Menükarte mit 45 oder 50 Seiten bekommen. Da ist es schwierig zu entscheiden. Und nach 5 Minuten wissen sie erst recht nicht mehr, was sie bestellen sollen. 45 Minuten später ist ihr Essen noch immer nicht da. Sie gehen in die Küche und stellen fest, dass alles leer ist, weil der Koch zum Markt gegangen ist, um die Lebensmittel für ihre Bestellung einzukaufen. Das bewog mich zu versuchen, es besser zu machen. Dieses traditionelle Gericht nennt sich Bun Bo. Das ist ein Filet vom Rind. In Vietnam verwendet man anstelle von Salz Fischsoße. Traditionellerweise tut man kein Lemongrass an dieses Gericht, aber ich liebe Lemongrass. Jetzt gibt man Reisnudeln hinzu. Dann wird das Ganze abgelöscht. Darauf kommen gehackte Erdnüsse. Das ist es. Eine süß-saure Brühe mit gebratenem Rindsgeschnetzeltem. Dazu seidige kalte Nudeln und Kräuter. Wie die meisten Köche in Asien bezieht Bobby Chin seine Inspiration aus den vielen Garküchen des Landes. Jede Garküche hat ihre Spezialität. Und wegen der großen Konkurrenz ist die Qualität der Speisen sehr hoch. In Vietnam haben die wenigsten Köche Star-Status. Als sich Touristen dann mit Bobby fotografieren lassen wollen, fühlt er sich geschmeichelt. Auf dem großen Benton-Markt in Saigon sind Spezialitäten aus dem ganzen Land erhältlich. Die Küche des Südens ist am reichsten an Zutaten und Geschmack. Die schärfsten und raffiniertesten Gerichte aber finden sich in der Landesmitte. Es war wirklich Liebe auf den ersten Biss. Ich bin von einer Garküche zur nächsten. Überall standen die Leute an und überall habe ich etwas Neues entdeckt. Die Gerichte waren aufregend und die Preise lächerlich niedrig. Also entschloss ich mich, hier zu leben. Die Bevölkerung war jung, aufregend und dynamisch. Sie hatten schon 3 Großmächte geschlagen. Eine sehr stolze und familienfreundliche Gesellschaft.
Ohne Kräuter gibt es schlicht kein vietnamesisches Essen. Sie sind ein Grundnahrungsmittel. Ob Dill, Koriander, süßer Basilikum, Pfefferminz, Senfeblätter. Sie geben den Gerichten ihren unverwechselbaren Charakter. Das S-förmige Land hat 90 Millionen Einwohner und eine fast 3.300 Kilometer lange Meeresküste. Der dicht besiedelte südliche Landesteil wird geprägt von Ho Chi Minh-Stadt und dem riesigen Flussdelta des Mekong. Das Mekong-Delta ist ein wichtiges Anbaugebiet für Nahrungsmittel. Wegen der Klimaerwärmung ist das Überschwemmungsrisiko gestiegen. Und wenn das geschieht, dann wird man nicht nur in Vietnam hungern. Dann hat die Welt keinen Reis mehr. Und das kann Angst machen. Motorräder ohne Ende prägen das Straßenbild von Ho Chi Minh City. Wir sind an der Avenue Pasteur, wo sinnigerweise das Institut Pasteur an die französische Kolonialzeit erinnert. Genau gegenüber befindet sich Vietnams berühmtestes Nudelsuppenlokal. Phu Hoa Pasteur ist seit über 40 Jahren eine Institution, bei Einheimischen wie bei Touristen. Hier gibt es Phu, Nudelsuppe, und zwar in Perfektion. Die Fleischbrühe dafür wird stundenlang gekocht. Je länger, desto besser. Es ist eine großartige Nudelsuppe. Einfach jeder Asiate würde sie lieben. Wenn es 2 Milliarden Chinesen gäbe, würden 2 Milliarden Chinesen diese Suppe lieben. Dann zählen sie noch einmal Singapur, Malaysia und Thailand dazu. Jede chinesisch beeinflusste Kultur liebt diese Suppe. Hier gibt es nur Nudelsuppe und nur in einigen wenigen Varianten. Mit mehr Nudeln und weniger Fleisch oder umgekehrt. Und man kann wählen zwischen Rinds- und Hühnerfleisch. Nach persönlichem Geschmack gibt man dann Chilis, Kräuter und Limettensaft hinzu. Und fertig ist, was auch wir als unsere bisher beste Nudelsuppe beschreiben würden.